Der MuseTalk Musikmesse Report 2013 wird präsentiert von Connex One, der wirklich professionellen Lösung für Online Mastering und Recording. Hallo und herzlich willkommen zum MuseTalk Messecast von der Frankfurter Musikmesse 2013. Jetzt bin ich hier bei Forum Liverpool und hier gibt es einen Laptop Music Stick. Aber was ist das denn? Ja, ich habe viel am Computer gearbeitet und bin vor allem mit Max MSP sehr vertraut, lange gearbeitet. Und das basiert auch alles auf Max MSP. Aber es hat jetzt eine neue Möglichkeit gegeben über die guten, billigen Joysticks. Dies ist ein Amazon-Joystick, mehr als Flightstick-Simulator. Und mit dem kann ich jetzt anfangen, Musik wirklich mit dem Joystick zu spielen. Oh. Wie ein richtiges Instrument. Genau, das ist es. Genau soll das Instrument sein. Zum Beispiel. Also jetzt die Töne auf den verschiedenen Joysticks. Nicht? Also zum Beispiel ist das für die Kinder immer sehr schön. Als ein Geschenk zu Weihnachten. Und es klingt natürlich viel besser, weil ich mit dem Joystick Volume dazu eben geben kann, also Lautstärke. Dann klingt es so. Ich habe also hier die Möglichkeit, wie beim Singen, mit dem Release zu spielen, das also knackiger zu machen. Oder etwas länger klingen zu lassen. Kann ich auch die Klangfarbe bearbeiten mit dem Joystick? Nein, dieses ist nur benutzt nur die Sinuswelle. Mhm. Was natürlich insofern interessant ist, weil das ganz vernachlässigt ist. Es gibt kein Sinusinstrument normalerweise. Aber man kann, wenn man den Sinusklang hat, andere Dinge hören. Zum Beispiel Veränderung der, wie ein Ton in der Hüllkurve läuft. Ja, wenn ich hier. Nicht? Kann das also damit gestalten und wenn ich das noch auf. Ja, insofern ist es interessant und ich komme vom Improvisieren her. Und in der Improvisationsgruppe, wenn Sie zum Beispiel Trompeten oder Klarinetten spielen, kommt ja der Sinuston eigentlich gut durch. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Da bin ich also immer König, wenn ich Sinustöne spiele, auch. Also es hat verschiedene Funktionen. Und auch einen heilpädagogischen. Die meisten Leute sagen, elektronische Musik, shit. Hat nichts mit Musik zu tun, technisch. Und ich habe eine Ausstellung gemacht mit diesen Klängen. Und die Leute sagten, Mensch, das klingt ja schön. Das klingt wohltuend. Nicht? Eben mal nicht die, wenn ich mal die etwas diese Art nehme, ja? Habe ich auf alle vier Ecken im Raum geschickt und dann saßen die Leute da und sagten, Mensch, das möchte ich in meiner Praxis haben. Das ist so richtig eben einfach, nicht? So wie eine kleine Hirtenflöte und es ist sehr wohltuend. Die Hirtenflöte mit Joystick, cool. Ja, vielen Dank erstmal. Ja.